weiterhin in der Tiroler Landeshauptstadt sichere und funktionierende End- und Versorgungsleitungen und Infrastrukturanlagen zu gewährleisten, wird auch im Jahr 2022 in notwendige Sanierungen und Optimierungen im städtischen Raum investiert. Zahlreiche Großprojekte werden in diesem Jahr umgesetzt. Auch im Bereich des Tiefbaus stehen einige Adaptierungen, Realisierungen und Instandsetzungen auf dem Programm. Auch im Stadtteil Wilten werden im Jahr 2022 mehrere Bauvorhaben umgesetzt. Diese tragen dazu bei, dass die Versorgungsqualität für die Innsbrucker Bevölkerung weiterhin den gewohnt hohen Standards entspricht. Sie sorgen aber auch für Beeinträchtigungen im Verkehr. Bereits im letzten Jahr wurde in der Maximilianstraße im Bereich Fallmarayer Straße bis Leopoldstraße intensiv gearbeitet. Diese Bauarbeiten werden am 7. März mit den Arbeiten an den Wasser- und Gasleitungen abgeschlossen. Während Sie zu Fuß jederzeit zu Ihren Wohnungen können, werden für Zulieferer Ladezonen eingerichtet. Die Anrainer können über die Gehsteige jederzeit zu ihren Wohnhäusern bzw. zu den Geschäften gelangen. Es werden Ladezonen wieder eingerichtet, so wie im Jahr 2021, einmal in der Leopoldstraße und einmal in der Fallmarayer Straße. Auch für den öffentlichen Verkehr kommt es zu Umleitungen. Der öffentliche Verkehr wird über die Schmüllerstraße umgeleitet und die Bushaltestelle vor dem Oberlandesgericht wird in die Bürgerstraße verlegt. Die Dauer der Baustelle beträgt ca. 2 Monate. Informationen zu den Ansprechpartnerinnen bzw. weitere Videos zu den Baustellen finden Sie eingeblendet, sowie auf www.ibkinfo.at und den Social Media Kanälen der Stadt. Haben Sie technische Probleme mit dem Abspielen der Videos, helfen Ihnen Mitarbeiterinnen im Stadtteil Treff Wilten gerne weiter.